Katrin und Ilka, Glückwunsch, ihr seid im Finale von Start und habt die Chance, euren ersten Grand Slam-Titel zu gewinnen. Das Halbfinale war gegen Juliane Antonelli. Diesmal auch 2-0, nicht in drei Sätzen, aber trotzdem sehr knapp. Der erste Satz war, glaube ich, 23-20. Genau, und der zweite hatte die Matchbälle, die ihr da nicht gemacht hattet, aber ihr habt es dann am Ende doch geschafft. Was war da der Schlüssel? Der Schlüssel, ja, also ich glaube, erstmal war der Schlüssel, dass wir auch im zweiten Satz immer daran geglaubt haben noch, dass wir dieses Ding drehen können. Also wir haben nicht gut gestartet, mit 5-2 hinten gelegen. Ich glaube, wir lagen auch 14-10 dann noch hinten. Also der zweite Satz lief bis zum, also die ersten zwei Drittel, muss man sagen, eher nicht so gut für uns. Und dann haben wir es geschafft, so das erste Mal wieder eine Break-Serie reinzuholen, mit 4 Breaks am Stück, glaube ich sogar, also relativ viele. Und da war dann das Gefühl da so, okay, da geht was, da müssen wir dranbleiben und dann ist vielleicht auch sogar die Chance, da den Satz nochmal zu drehen. Wir haben unseren Sideout stabilisiert, gut, was am Anfang vielleicht noch so ein bisschen das Problem war, war dann hinten raus nicht mehr das Problem und haben gut aufgeschlagen, haben gut Blockabwehr gespielt, dann haben sie vielleicht auch mal den einen oder anderen günstigen Eigenfehler gemacht. Und ja, so war es dann am Ende, das 2-0 für uns. Juliana, glaube ich, sie wollte ihn kurz spielen und er ist im Netz hängen geblieben. Das hat dann nochmal extra Emotionen freigegeben, dass man sich dann nochmal für den nächsten Punkt pusht und dann sieht, dass man doch noch den Satz gewinnen kann und nicht in dritten muss. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man 20-18 hinten liegt, muss schon viel gut zusammenlaufen, dass man den Satz noch dreht. Schließlich hat der Gegner ja dann auch irgendwie 2 Satzbälle. Und als wir es dann egalisiert hatten mit 20-20, war es ja immer ein Hin und Her und ein Auf und Ab. Und ja, da muss man halt einfach versuchen, seine letzten Kräfte nochmal freizusetzen, bei dem echt dreckigen Wetter irgendwie nochmal sich zu pushen und die letzten Energien rauszuholen. Und letztendlich gewinnt bei solchen Bedingungen auch einfach manchmal derjenige, der vielleicht ein bisschen mehr Bock hatte zu gewinnen. So, jetzt habt ihr morgen die Chance gegen im deutsch-deutschen Finale am deutschen Supersonntag, erst ihr, dann die Fußballer, den ersten Grand Slam-Titel zu holen, bei hoffentlich schönem Wetter. Geht man da anders rein, als wenn es gegen kein deutsches Team ist, oder haut Thilo eine Taktik raus? Er hat gesagt, er steht um 7 Uhr auf und guckt sich dann vom Ron die Videos an und überlegt sich dann was? Nee, also Finale ist Finale. Erstmal sind wir natürlich super froh, dass wir das erreicht haben und dass man schon mal eine Medaille sicher hat. Aber man weiß auch, dass man sich auf dem Gefühl jetzt nicht ausruhen sollte. Und es ist dann so, dass man ja auch ein Finale spielt, um es zu gewinnen. Und wer dann letztendlich auf der anderen Seite ist, ist eigentlich auch egal. Wie wir eben schon gesagt haben, es kann mittlerweile jeder jeden schlagen. Und natürlich ist es jetzt was Besonderes, dass Carla und Britta dort stehen. Und ich freue mich total, gegen die beiden zu spielen. Ich denke, es wird von der Atmosphäre ein sehr, sehr angenehmes Spiel werden, weil wir uns ja nicht hassen untereinander. Und es gibt vielleicht das eine oder andere Team, da sind dann nochmal etwas andere Emotionen auf dem Feld. Und das wird morgen nicht so sein. Also ich denke, das wird alles sehr positiv beflügelt sein und möge der Bessere gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass wir es sind. Und ja, ich denke, wir haben beide richtig Bock zu zocken und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt.